Einstein, wo willst du hin, mein Junge? Wer? Ich? Sie sind der einzige Mann auf der Straße und ich brauche einen Mann von der Straßenmeinung. Sie haben sicher von der Explosion gehört, die Mittwochnacht die illegale Gin-Schenke zerstört hat. Ja, ich habe darüber gelesen. Was halten Sie von Carl Sagan, dem Fremden, der ganz allein geschafft hat, was dem Gesetz 10 Jahre lang nicht gelungen ist, nämlich Hill Valley von der Geißel des Alkohols zu befreien? Sie können schreiben, ich wäre dafür. Sagte der junge Mann mit einem jungenhaften und doch männlichen Lächeln. Hill Valley braucht mehr aufrichtige junge Menschen wie Sie. Haben Sie eine Nachricht für die lasterhaften Gangster, die sich noch in den Straßen herumtreiben und die Bürger mit einer anderen Lasterhöhle voller Suff und Sünde verderben wollen? Fragen Sie, wo ich die Adresse herbekomme. Ah, verstehe. Sie wollen sie genauso zu Kleinholz machen, wie Carl Sagan es getan hat. Wären alle Bürger so auf das Gemeinwohl bedacht, wären wir diese gesetzlosen Elemente bald los. Mr. Könnte ich Ihren Namen erfahren? Ja, ich bin Michael Corleone. Vielen Dank für Ihre aufrichtige Meinung, Mr. Corleone. Edna Strickland, Hill Valley Herald. Ich weiß, ich habe Sie getroffen als Ich meine, ich kenne Ihre Arbeit. Sie lesen meine Kolumne? Wie schön. Es geht vielleicht nur um Etikette. Ich glaube aber, dass dadurch eine bessere... Oh! Einstein, nein! Aus, mein Junge! Gehört diese bösartige Kreatur Ihnen? Er hat mich schon einmal angegriffen. Was ist in dich gefahren? Aggressive Hunde müssen immer an der Leine geführt werden. So ist das Gesetz. Lesen Sie es nach. Doc, ich muss Doc finden. Marty! Doc? Was machst du hier? Sie haben mich hergerufen, Doc. Hab ich? Wann? Am 14. Mai 1986. 1986? Das automatische Aufspürsystem! Natürlich! Das hätte ich fast vergessen. Wie lautet unser Plan, Sie herauszukriegen? Plan? Wir brauchen keinen Plan. Nicht? Nicht im geringsten. Die Polizei hat mich vor ein paar Wochen wegen des Feuers in der Bar festgenommen. Aber der Staatsanwalt hat keine Beweise. Sie werden mich morgen früh entlassen. Also bin ich sozusagen 50 Jahre in die Vergangenheit gereist, um Ihnen Ihr Auto zu bringen? Entschuldige bitte, aber es ist so wunderbar, dich zu sehen. Wir haben so einiges nachzuholen. Ja, ich glaube, wir sollten damit noch warten, Doc. Grundgütiger! Ich werde auf den Treppen des Gerichtsgebäudes von Gangstern erschossen. Aber warum denn das? Es passte Ihnen wohl nicht, dass ich Ihre Bar niedergebrannt habe. Lustig, Doc. Vielleicht sollten wir uns jetzt einen Plan einfallen lassen. Richtig. Aber was für einen Plan? Okay.
Können Sie das nicht überstehen? Jetzt, wo wir wissen, was kommt, könnten wir Sie vielleicht in einer kugelsicheren Weste an den Gangstern vorbeischmuggeln. Das würde vielleicht bei ein oder zwei Kugeln funktionieren. Aber laut Artikel werde ich von einem Kugelhagel niedergemäht, der von dem unschuldigen Unbekannten nicht mehr übrig ließ als eine breiige Masse aus Knochen und Knorpeln. Wer schreibt denn sowas? Der Angabe nach eine Edna Strickland. Hätte ich mir denken können. Und wenn ich den DeLorean nehme, zurück in die Zeit vor der Verhaftung reise und verhindere, dass man sie schnappt? Denk nicht mal daran! Ohne meine Verhaftung könnten die Geschehnisse, die dich in die Vergangenheit geschickt haben, verhindert werden und zu einem Paradoxon von Kontinuum erschütterndem Ausmaß führen! Mann, oh Mann, wir sind gerade mal wieder seit 5 Minuten zusammen und Sie reden schon vom Ende des Universums. Das hat mir gefehlt. Mach dich nicht lächerlich, Marty. Ich meinte nur das Ende des Universums, so wie wir es kennen. Nun, ich schätze, ich könnte einfach etwas Dynamit holen und sie hier raussprengen. Nein, das ist viel zu gefährlich. Nicht nur für mich. Auch die anderen unschuldigen Leute in der Vergangenheit könnten die Auswirkungen... Das ist es. Was jetzt? Meine Raketenbohrmaschine. Sie haben eine Raketenbohrmaschine? Noch nicht. Ich habe sie noch nicht gebaut. Jetzt bin ich verwirrt, Doc. Hör zu. Vor einigen Monaten hat mein 17-jähriges Ich einen Patentantrag für eine Raketenbohrmaschine eingereicht. Ich gab das Projekt auf, weil ich nichts mehr vom Patentamt gehört habe. Aber der Prototyp müsste fast fertig sein. Großartig. Ich laufe schnell zu Ihrem Labor und... Nein, ich sagte fast fertig. Ich muss dir dabei helfen, ihn fertigzustellen. Wie soll ich eine halbfertige Raketenbohrmaschine in Ihre Zelle schmuggeln? Nein, ich meine mein Ich von 1931. Sie wollen, dass ich Ihr Ich von 1931 davon überzeuge, eine Raketenbohrmaschine zu bauen, um sie aus dem Gefängnis zu holen? Präzise! Okay, sagen wir, ich mache bei diesem verrückten Plan mit. Wo kann ich Sie finden? Ich meine das andere Sie. Woher soll ich das wissen? Das ist über 50 Jahre her. Warum gehst du nicht nach nebenan in die Suppenküche und rufst bei mir zu Hause an? Dort wird man wissen, wo ich bin. Suppenküche, okay. Halte dich nur von der Suppe fern. Sie wird dein Verdauungssystem irreparabel schädigen. Ich sollte wohl loslegen. Keine Sorge, Doc. Ich hole sie hier im Nu raus. Ich bin unbesorgt. Wenn mein jüngeres Ich sich mit dir zusammentut, seid ihr unaufhaltbar. McFly? Biff? Kid! Grandpa? Für dich Mr. Tennant, Artie. Was machst du hier draußen? Naja, ich hatte Hunger und ich dachte, hier gibt's was zu essen. Vielleicht eine Suppe. Ich dachte, hier gibt's was zu essen. Denk nach, McFly. Der Staatsanwalt wirft mit Vorladungen um sich wie Babe Ruth. Ich glaube nicht, dass Ruth noch Pitcher Klappe. Ist. Wenn eine dieser Vorladungen meinem liebsten Zahlenzauberer in die Hände fällt, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Man könnte mich sogar einbuchten. Das willst du doch nicht, oder? Oder doch? Nein, natürlich nicht, Kid. Das ist schon besser. Was klotzt du so, Milchgesicht? Augen auf deine Suppe, Junge. Nun? Nun was? Was machst du denn noch hier? Entschuldige, Kid. Ich werde wieder zurück ins Versteck laufen. Mach das. Und McFly? Ja? Dieser Hut ist zu auffällig. Du gibst ihn besser mir. Oh. Jetzt hau ab! In Ordnung, Boss. Und komm nicht raus, bis ich dir Entwarnung gebe. Ich schwöre, selbst wenn einer von euch Dummköpfen 2 und 2 im Kopf rechnen könnte, würde ich diesen Jammerlappen in den See werfen. Hey. Jedenfalls muss ich jetzt los und mich unwiderstehlich machen. Seht zu, dass keiner den Laden ansteckt, während ich weg bin.
Brown anwesend? Hi. Könnten Sie mir sagen, wo ich Emmett Brown finde? Der jüngere Master Brown geht gerade seinen Angestelltenpflichten im Gericht nach. Von wem darf ich ausrichten, dass er angerufen hat? Im Gericht? Doc hat mir nie erzählt, dass er im Gericht gearbeitet... Fassen Sie das nicht an! Das sind vertrauliche Gerichtsunterlagen. Nur vereidigte Beamte des Gerichts haben darauf Zugriff. Paps, ich meine, Richter Brown besteht darauf. Richter Brown? Doc, schön, Sie zu sehen. Ich bin Michael, Emmett Brown. Aber ich bin ein Gerichtsangestellter und kein Doktor. Geh mir bitte aus dem Weg. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Mit dem Kehrwert von H natürlich viel ganz in Erwartungswert für A, richtig? Was habe ich bloß übersehen? Oder sollte H für den hermetischen Operator in diesem Fall könnte H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A gleich dem Erwartungswert von A sein. Aber nur, wenn der Reibungskoeffizient konstant bleibt und die Gravitationskonstante veränderlich ist. Ist das überhaupt möglich? Also nochmal. Kraft ist natürlich gleich Masse mal Beschleunigung, also Newton. Aber wie viele Newton benötigt man, um eine konstante Masse zu erhalten, wenn die Beschleunigung um die Umkehrfunktion der Ableitung der Geschwindigkeit relativ zur Lichtgeschwindigkeit verringert wird? Womit wir wieder bei H wären. Nein. Kann nicht frei umgefunktioniert werden. Ich nicht gespielt. Hallo? Pausieren verboten! Oder sollte. Denkt nach, Emmett. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Und die Gravitationskonstante veränderlich ist. Ist das überhaupt möglich? Also, Doc, geht Ihnen hierbei ein Licht auf? Ach, denkt nach, Emmett. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Großer Gott, bin das ich? Ich klinge so? Ich wollte erpicht sagen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich mich in etwas hinein... Ja, was murmeln Sie da vor sich hin? Oh, das ist simpel. Das ist das Ivanov-Problem. Sag meinem jüngeren Ich einfach, dass H der Hamilton-Operator ist. Würde die Zeit gerade nicht gestört, wenn er die Antwort weiß? Nur wenn sich herausstellt, dass die Realität eigentlich nur eine holographische Illusion ist, die durch das Zusammenspiel subatomarer Partikel auf einer riesigen zweidimensionalen Membran hervorgerufen wird. Also... Es wird schon gut gehen. Thank you.
Wer sollte H für den hermetischen Operator stehen? In diesem Fall könnte H... Hör zu, Emmett, du kennst mich nicht, aber ich bin dein Freund. Ich halte nichts von Freunden. Sie halten mich von der Arbeit ab. Vielleicht ist H der Hamilton-Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist H der... Hamilton-Operator? Ja. Großer Gott, wenn H der Hamilton-Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Das ist es! Das ist die Lösung zu Ivanovs Rätsel! Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere! Ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Nun ja, es ist so... Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen, stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Natürlich, natürlich. Es ist noch ein Prototyp, beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Nein, das reicht nicht. Ich brauche ein Modell in Originalgröße, das voll funktionsfähig ist. Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre vielleicht möglich, in dem Zeitraum ein funktionsfähiges Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil. Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu bekommen ist. Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kit Tennen. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja, ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Die Vorladung ist für meinen Großvater? Es ist Kit Tennen! Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte? Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Warum nicht? Kit Tennen kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ja, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Hey, Q-Ball. Was? Der Laster ist gerade mit einer neuen Ladung Suppe angekommen. Suppe, Suppe? Nun, das ist die normale Suppe. Das ist die spezielle Suppe. Richtig. Spezialsuppe. Hey, was tust du da? Ich würze die Suppe. Das ist mein Geheimrezept. Hör zu. Das hier ist nicht das Ritz. Und wir wollen diesen Idioten keine Gourmetsuppe geben. Der Boss muss sein Geschäft wieder aufbauen. Also lass den Mist und mach da... Okay, okay. Probier nur mal die Suppe. Und? Ach, jetzt verstehe ich, warum du das Rezept geheim hältst. Thank you.
Teambriefing, Emmett. Besprechung? Hör mir nur einen Moment zu. Irgendeine Idee, wie wir an den Fusel kommen? Fusel? Den Alkohol, Emmett. Ah, man könnte auf die Idee kommen, dass sich in einigen dieser Fässer Fusel verbirgt. Du hast wahrscheinlich recht, aber in welchen? Wenn ich an einige dieser Fässer herankäme, könnte ich sie wiegen und ihre relative Dichte vergleichen. Relative Dichte? Komm schon, Emmett. Kids Schläger werden uns keine Experimente an ihren Fässern durchführen lassen. Das stimmt wohl. Dann fragen wir den Mann dort hinter dem Tresen. Was? Haben Sie auch Fässer mit schwarzgebranntem Schnaps hier? Wie realistisch. Ja, nun, ich dachte, wir würden es mit etwas Raffinesse angehen. Raffinesse? Richtig. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Emmett. Ja? Emmett, ich komme nicht an die Tür da drüben. Diese Tische blockieren sie. Die Tür? Sollen wir einfach hineinspazieren und ein Fass Alkohol mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Das wäre blöd, oder? Finde ich schon. Trotzdem würde ich gern diese Tür öffnen. Von hier draußen kann ich nichts machen. Nun, das ist eine Sache der Physik. Wir brauchen einen Hebel, eine Art Stopper. Mal sehen, womit ich dienen kann. Entschuldigung. Sprichst du mit mir? Könnte ich etwas Suppe haben? Das ist deine Suppenküche. Was glaubst du also? Was ist das für eine Suppe? Wie... Minestrone? Ich wollte alte Kohlsuppe sagen. Meckere nur. Alles, was ich hier habe, ist diese abgestandene Fasssuppe und ein Gewürzregal, das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgefüllt wurde. Wie soll ich deiner Meinung nach was Besseres als diese Brühe kochen? Mal sehen. Schon probiert mit... Verleiht der Suppe vielleicht ein wenig Schärfe. Wird sie etwa kalt? Nein, ich meine sowas wie Chili-Pulver, muy caliente. Ganz schön tough, der Junge, was? Ehrlich gesagt, mag ich es auch scharf. Aber es muss auch dem gemeinen Volk schmecken. Komm schon, eine kleine Prise wird schon niemanden umbringen. Ach komm, eine kleine Prise hat noch niemandem geschadet. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Okay, ich hätte da ein paar Ideen für die Suppe. Schieß los. Mal sehen. Schon probiert mit... Paprika? Paprika? Ich denke nur, sie könnte ein wenig Farbe vertragen. Farbe? Heureka!
Das glaube ich nicht. Nicht schlecht, Doc. Nein, ich komme hier immer noch nicht durch. Aber wenigstens stehen diese Tische jetzt. Ich denke immer noch, dass die Suppe zu fad ist. Strickland, möchten Sie mehr Suppe? Kommen Sie schon, Mr. Donnelly. Sie wissen genau, dass ich mit dieser Farce nichts zu tun hätte und von Hill Valley nicht so sehr auf Mr. Tennants aufgebauschte Großzügigkeit angewiesen. War das ein Ja? Geben Sie mir die Suppe, bevor ich an der Scheinheiligkeit ersticke. Ich richte dem Boss Ihre Grüße aus. Ich wette, das werden Sie. Edna hat das Fass mit dem Fusel abgeholt. Wir müssen es ihr nur noch irgendwie abnehmen. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und... Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferungen... Was ist der Finger vom Fuselverband? Sie haben noch nicht vom FVFV gehört? Er leistet wundervolle Arbeit. Dort werden aus hoffnungslosen betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Das Brown-Anwesen. Sie meinen das Haus von Richter Brown? Ja, ich bin zufällig mit seinem Sohn befreundet. Und er hat mir erzählt, der Richter würde liebend gerne sein Anwesen zur Verfügung stellen für gute Sachen. Wirklich? Das ist die großzügigste und wohltätigste Geste seit Ewigkeiten. Bitte sagen Sie Ihrem Freund Emmett, dass wir annehmen. Das Angebot hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Es müsste gleich los. Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ach, ich kann mich kaum an alle erinnern. Ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh, welche? Die, Super Mario-Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gutes.
Wenn Sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann? Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben... Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Ich kenne tatsächlich eine Einrichtung, die mehr Suppe braucht. Oh, welche? Das Altersheim. Nein, Sie sollten schon lange im Bett sein. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Das Waisenhaus. Nein, mehr Suppe können Sie erstmal nicht gebrauchen. Ich ziehe Leine. Oh, wo denn? Mal, Matches, du hast meine Socken mit Kiwi beschmiert. Sorry, Boss. Raus hier. Was willst du? Bitte? Ich sitze zum Schuheputzen hier und du kommst zu mir. Entweder willst du meine Schuhe putzen oder du willst sterben. Welches von beidem? Ich suche jemanden namens Arthur McFly. Wir sind irgendwie verwandt. Nun ja, er ist mein Angestellter und heute hat er viel zu tun. Aber als sein Boss wissen Sie, wo Arthur ist? Er ist im Büro. Wo ist das Büro? Weiß ich nicht. Ist das nicht Arthur McFlys Hut, den Sie da haben? Es war McFlys Hut. Jetzt dient er mir als Erdnussschale. Kann ich ein paar Erdnüsse haben? Warum nicht? Ich bin ein ziemlich spendabler Mensch. Na los, bedien dich. Hey, Kid! Ja? Verdammt, was ist das? Hey! Gib mir den Hut, du miese Ratte! Hey! Zum Nacht. Wo hast du gelernt, dich so zu bewegen? Beim Football. Sie nannten mich der Blitz. Unglaublich. Komm mal her. Kannst du den Mann zu diesem Hut finden? Wo will er hin? Das lässt sich nur auf eine Art rausfinden.
Déjà-vu. Ja? Wer ist da? Es ist McFly! Shh, ich weiß! Hey, Arthur! Hätten Sie einen Moment Zeit? Kennen wir uns? Wir haben einige wichtige Dinge besprechen können. Sie sind privat. Dann schicken Sie es mir per Post zu. Ich sitze hier oben fest, bis der Boss mir erlaubt zu gehen. Entschuldigung, ein andermal. Sieh an, wen haben wir denn da? Man sagt, die Ratten kehren immer zum sinkenden Schiff zurück. Willst du mir meinen Hut zurückgeben? Schnapp ihn, der Matches. Komm sofort hier runter! Mach mich nicht wütend, Trottel. Komm runter, die Suppe musst du auslöffeln! So einfach. So einfach. Einstein! Hilfe! Hey, hau ab! Hau dich in Ruhe, du bekloppter Köter! Wir sind beschäftigt! Los! Verschwinde! Hey! Wo ist er hin? Du hast ihn entwischen lassen, Idiot! Diese Vorladung ist für Arthur McFly? Haben Sie ihn gesehen? Kurz einmal in der Suppenküche, aber ich glaube, er hält sich wieder versteckt. Gut kombiniert, Einstein. Musst du oft Vorladung zustellen? Mein Papst lässt mich immer die Drecksarbeit machen. Er will, dass ich mit verschiedenen Menschen zu tun habe. Aber bis jetzt habe ich nur mit vielen Schimpfwörtern zu tun gehabt. Wir stellen diese Vorladung zu.
Oder mein Name ist nicht? Michael Corleone! Ja. Was nun? Was glaubst du, was du da tust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist Kit. Sofort, Boss! Huch! Wo ist Kit? Hey! Arthur? Vielleicht hätte ich gleich mit der Vorladung los. Was nun? Was glaubst du, was du da tust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist Kit. Sofort, Boss! Huch! Wo ist Kit? Arthur McFly? Ja? Ich hab hier etwas. Danke! Eine Vorladung. Ich fordere Sie auf, sich bei Gericht zu melden und Beweise vorzubringen zur Untersuchung. Kittennen? Nehmen Sie die zurück. Sie werden die nicht mehr los, Mr. McFly. Sobald Sie eine Vorladung erhalten haben, ist es Ihre Pflicht, sich dem Gericht mitzuteilen. Tun Sie das nicht, droht der Haftbefehl. Aber Kit wird mich töten. Dummer Artie. Heiliger Bimbam, was soll ich tun? Ich schlage vor, Sie nehmen den Schutz des Gerichts in Anspruch. Oh Gott. Ich hasse das. Aber ich muss das nicht mehr lange tun. Nein? Lange tun. Nein? Wenn wir erst den 95%igen Alkohol und den Raketenbohrer haben, steht meiner Zukunft nichts mehr im Weg. Und ich muss diese schäbige Arbeit nicht mehr machen. Oh, richtig.